Endlich hat sich jemand über die Anti-AfD-Proteste zu Wort gemeldet, dem man vertrauen kann und der durch seine journalistische Arbeit für den Spiegel, den Tagesspiegel, der Welt und sogar als bekannter Bestseller-Autor auch die nötige Distanz und Reife verfügt, um als Angehöriger einer jüdischen Familie ein faires, glaubwürdiges Urteil über die AfD fällen zu können. Denn derzeit scheint es ein wenig kompliziert zu sein, den Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vertrauen zu schenken, weil die ja offensichtlich mit den Grünen und der SPD liebäugeln. Und deshalb wirkt diese Berichterstattung für eine Mehrzahl der Menschen eher wie eine Haltung, die uns demonstriert wird, als wie eine Information, die man uns zeigt. Doch deshalb ist es umso erfreulicher, dass ich Ihnen nun einen geschützten Mann mit Migrationshintergrund zeigen kann, welcher aufgrund der historischen Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat, von unseren Medien für seine kritische Haltung verschont bleibt. Wir sprechen von Henrik M. Broder, Mitbegründer und Betreiber des Blogs Die Achse des Gutens. Und jetzt legen wir los. Bei uns im Studio begrüßen wir unseren Weltkolumnisten Henrik M. Broder. Guten Abend, Herr Broder. Guten Abend. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Die AfD ist ein Riesenthema. Jetzt auch dieses Treffen von Rechtsextremisten mit AfD-Politikern, mit Politikern der Werteunion in Potsdam erhitzt weiter die Gemüter. SPD-Co-Chef Klingbeil, der sagt jetzt, Deutschland muss Gesicht zeigen. Und zwar jeder Einzelne. Jeder Aber Einzelne hat er damit recht, dass Deutschland wirklich Gesicht zeigen muss? Jeder Bürger, jeder Einzelne. Nun ja, es ist nicht das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass die Regierung dem Volke sagt, was das Volk tun soll. Klingbeil ist nicht Regierung, aber er ist Regierungspartei. Und die ganze Firma, die das Ganze organisiert hat, Korrektiv, hängt ja auch am Staatsgeld. Also wir haben es mit einem Polizei, nicht Polizei, aber mit einem Staatsapparat zu tun, der offenbar das Ganze sehr sorgfältig vorbereitet hat, was ich ja gar nicht so schlimm finde. Auch der Staat muss planen. Aber gestern oder vorgestern gab es ein Theaterstück im Berliner Ensemble. Und das finde ich schon erstaunlich, dass die von 3 Tagen ein Theaterstück hinbekommen haben. Das ist die Zeit, die ich für so einen kleinen Text brauche. Was hier humoristisch angedeutet werden sollte, ist, dass für Henrik M. Broder die ganze Aktion einen roten Faden hatte und scheinbar mit intensiver Hintergrundplanung wirklich erfolgreich umgesetzt wurde. Und natürlich kann man darüber streiten, ob es ein Versuch war, die derzeitigen Bauerproteste aus den Schlagzeilen zu drängen oder ob man sich diesen Skandal für die kommenden Wahlen im Osten zurechtgelegt hatte. Ich persönlich tendiere eher auf Zweiteres, aber weil die Lage für die Regierung so heikel gewesen ist und die Solidarisierung innerhalb der gesellschaftlichen Mitte mit den Landwirten unkontrollierbare Ausmaße angenommen hatte, sahen sich wohl die Herrschaften aus der Ampelkoalition gezwungen, diesen Joker auszuspielen. Dabei betrachte ich die FDP als weniger zentral als wie die SPD, die für mich definitiv federführend bei den Ganzen war. Doch was ich euch nun zeigen werde, wird richtig interessant. Aber vorher möchte ich Sie noch höflich daran erinnern, diesen Kanal nun zu abonnieren. Vielen Dank. Weiter geht's. Aber im Ernst, was wir erleben ist, dass die Regierung das Volk mobilisiert. Normalerweise macht das Volk der Regierung die Beine. Aber in dem Fall ruft die Regierung zur Demonstration auf. Der Kanzler und die Außenministerin waren in Potsdam bei einer Demo, die sie angeführt haben. Und ich habe mir da kurz überlegt, mal nachdenken. Wer hat in den letzten 2 Jahren regiert, in denen sich AfD verdoppeln könnte, nicht? Und die protestieren jetzt gegen die Zustände, die sie selber hergestellt haben. Also als normaler Bürger, der alle 4 Jahre wählen geht, finde ich das schon etwas frivol, was die Regierung da macht. Aber natürlich kann man gegen Rechtsradikale protestieren. Nur glaube ich nicht, dass die Wehrmacht vor der Tür steht. Und ich glaube auch nicht, dass das Dritte Reich kurz vor der Wiederkehr steht. Als ich nach Berlin kam, vor vielen Jahren, kurz nach dem Fall der Mauer, da waren hier auf vielen Mauern große Graffiti gesprüht, kein Viertes Reich. Und schon damals habe ich den Verdacht gehabt, es ist mehr die Sehnsucht danach als die Angst davor. Den letzten Satz habe ich mir 10-mal angehört, doch die Erkenntnis dahinter konnte ich noch nicht ganz durchdringen. Will er damit andeuten, dass die Antifaschisten sowie Antifa und die typischen Linksextremisten die wahre faschistische Gefahr sind, weil gerade sie die Nähe zum Nationalsozialismus in Form von extremer Ablehnung suchen? Mich würde eure Meinung interessieren, aber was ich wirklich an Herrn Broder schätze, sind seine humorvollen Perspektiven. Denn eine Regierung, also die Ampel, geht mit dem Volk auf die Straße, um gegen die selbstverantwortlichen Zustände zu protestieren. Irgendwie passt das doch zu unserem Kanzler, der sich an nichts erinnern kann, oder?
Und wenn wir schon von einem Perspektivwechsel sprechen, dann möchte ich mir die Freiheit nehmen, in die Sicht der Grünen und die SPD zu schlüpfen. Denn für sie ist die AfD ja genau das Gegenteil ihrer Vision eines Deutschlands. Und nun wird die AfD also täglich stärker. Und sie sehen zwangsläufig ein Ende ihrer linken Regierung kommen. Somit erkenne ich den Handlungsdrang einer solchen Anti-Rechts-Bewegung in Form von Protesten, wie wir sie gerade gesehen haben, an. Aber ich sehe auch eine große Gefahr. Denn meiner Meinung nach entwickelt sich hier gerade eine Pervertierung unserer Demokratie, so wie wir sie kannten und mögen, in der sich Linke erlauben, das rechte Denken, die rechte politische Einstellung zu verbieten. Das wird natürlich niemals funktionieren, das hat schon die Geschichte gezeigt. Der Marxismus, der Kommunismus, der Sozialismus, alles kommt zurück. Und deshalb macht euch über die Hysterie, die wir gerade erleben, keine Sorgen. Doch jetzt zeige ich Ihnen den besten Teil dieses Videos. Weiter geht's. Also die Alternative wäre ja, die AfD politisch zu bekämpfen, inhaltlich Punkte zu setzen. Sehen Sie das bei der Politik, sowohl das bei ist der normal, Regierung? Ja, natürlich, das ist normales politisches Geschehen. Ich höre nur, dass man Brandmauern hochziehen soll, also bekämpfen muss. Ja, dann macht's doch, dann ist doch vollkommen okay. Aber wissen Sie, eine Partei zu verbieten, ich meine, wenn das so junge Leute fordern, die wahrscheinlich im 24. Semester ihres Politikstudiums stecken, dann kann ich das noch verstehen. Aber auch jüngere Leute müssen wissen, dass Verbote in Demokratien mühsame Vorgänge sind, aus guten Gründen. Denn wenn wir heute die verbieten, können die morgen uns verbieten. Also es muss eine andere Basis haben. Aber was soll man machen, wenn man sie verboten hat? Was dann? In Mecklenburg, nein, nicht in Mecklenburg, in Sachsen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt liegt die AfD inzwischen bei etwa 25-30%. In Brandenburg auch, da wird dieses Jahr auch gewählt. Brandenburg auch, ja. Thüringen noch höher. Ja. Also praktisch, wenn Sie so wollen, der Osten ist verseucht, nicht? Und man kann jetzt nicht den Kammerjäger hinschicken, das würde nicht reichen. Was dann? Wir verbieten die Partei, fein, sie wird verboten. Das dauert 3 bis 5 Jahre und am Ende könnte ein Verbot stehen. Und dann, was machen wir mit den Wählern? Sperren wir sie in Lager ein? Schicken wir sie nach Kuba zu Zuckerrohrernte? Was machen wir dann? Also das sind alles, wenn Sie so wollen, wirklich hysterische Erscheinungen. Ein komischer Aktionismus, der, ich weiß nicht genau, woraus er sich speist. Aber aus nichts Gutem. Weil es sind Emotionen, wogegen es nichts zu sagen gäbe. Wenn das, wissen Sie, dass ich diese Szene in Köln sah, diese Riesendemo in Köln, wo ich zufällig aufgewachsen bin, da dachte ich, ist schon wieder Rosenmontag? Nein, das war nicht Rosenmontag, das war Anti-AfD. Und ich meine noch einmal, verboten ist prima, verboten ist eine feine Idee. Aber dass das ausgerechnet von den Kindern der Leute heute gefordert wird, die mit der Verbotskultur aufräumen wollten, mit uns alten Sekten, 68-Jährigen, wir haben wirklich die Kinder bekommen, die wir verdienen. Ich möchte hier, Herr Bruder, unbedingt vor einem möglichen Missverständnis, den ich gerade kommen sehe, in Schutz nehmen. Da er sich des Wortes verseucht bedient hat und ich mir vorstellen kann, dass es viele meiner Zuschauer emotional tangieren wird, will ich eines klarstellen. Er versuchte schließlich nur ein passendes Wording im aktuell herrschenden Kontext zu finden. Quasi als eine Art rhetorische Überspitzung, um diese Absurdität sichtbar zu machen. Deshalb nehmen Sie es ihn bitte nicht übel. Denn ich kann Ihnen versichern, es ist einer der liberalsten Autoren und Menschen, die ich persönlich kenne, lese und mögen gelernt habe. Aber deshalb noch eine andere Frage zum Schluss, bevor wir uns verabschieden werden. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass in einer Demokratie jede Meinung, egal welcher Richtung, das Recht hat, unter der Voraussetzung vom Grundgesetz gedeckt zu sein, seine Meinung ohne Konsequenzen äußern zu können? Und wenn ja, sollte es nicht auch unser allerpersönliches Anliegen sein, auch eine SPD, eine CDU, eine Grüne Partei, eine Sarah Wagenknecht Partei und auch eine AfD in ihren kompletten Meinungsvielfalt zu tolerieren? Deshalb sage ich meinen Zuschauern, weil ich weiß, ich persönlich auch, wir ringen uns oft über die Grünen auf, aber sie haben auch ihren Platz in unserer Demokratie verdient. Sie alle sollten mit Respekt behandelt werden. Das heißt, wenn wir uns aufregen, dann nur in Form von sauberer, gedeckter, respektvoller Kritik. Und wenn ihr meiner Meinung seid, würde ich mich gerne über einen Kommentar freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute noch öfters. Bis dahin. Ah, und abonnieren nicht vergessen.